Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Couchgeflüster im Fritz. Theatergeister äußern sich zum Spielverbot. Heute zu Gast ein 13-Sterne-Koch aus Frankreich. Er ist heute Morgen mit seiner Privatmaschine, der letzten flugtauglichen Concorde, nach 16 Fehlversuchen auf dem Flughafen in Jahnsdorf gelandet. Bitte begrüßen Sie mit mir unseren 13-Sterne-Koch Jack. Hallo, hallo, hallo. Ja, Jack, schön, dass Sie es selbst in dieser Krisensituation zu uns geschafft haben. Ja, Madame, das war nicht einfach, das war sehr kompliziert, denn Sie wissen, die Grenzen sind alle geschlossen. Aber meine Freunde, meine Fans lasse ich natürlich niemals in die Stich. Für Sie ist die Situation natürlich besonders belastend. Erstens dürfen Sie nicht mehr um die Welt reisen, um Ihre Kochrezepte vorzustellen. Und dann musste Ihr 13-Sterne-Lokal in Paris schließen. Was ist schlimmer für Sie? Ja, Madame, das ist alles so schrecklich, alles so schrecklich. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was schlimmer ist. Ja, meine schöne Restaurant ist geschlossen und meine Mitarbeiter stehen alle da mit kurzen Hosen. Ah, Sie meinen, Sie sind in Kurzarbeit. Naja, ich dachte, von kurzen Hosen haben Sie mehr als wie von kurzer Arbeit. Ah ja, wäre die Option, auf einen Lieferdienst umzuschwenken, nicht auch etwas für Ihr Unternehmen? Liefern? Meine feine Gourmet-Restaurant in Papptellern? Sind Sie des Wahnsinns, Märte? Das ist ja genauso geschmacklos, als wenn man Weißwein mit Wasser verdünnt. Naja, wir Deutschen trinken gerne mal eine Weißweinschorle. Ja, ich weiß, ihr Deutschen esst auch gerne mal Fischreste mit graugrüner Kruste und nennt es Schlemmerfilet Bordelais. Wobei das überhaupt nichts mit Schlemmer, weder noch Filet oder Bordelais zu tun hat. Das ist einfach ein Skandal. Dafür seid ihr eitle Froschfresser. Bitte? Nichts, nichts. Und haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, Ihre Kochshows zu streamen? Streamen? Ja, über Internet, damit Ihre Fans auf der ganzen Welt Ihre Rezepte nachkochen können. No, das wäre nichts für mich. Das wäre wie ein Fußballspiel, bloß ohne Fans. Naja, aber selbst das gibt es ja im Moment, sogenannte Geisterspiele. Ah, ja, dann könnten Sie einfach doch in Ihrer Fritz-Theater weiterspielen, bloß eben ohne Publikum. Ja, auch das haben wir schon in Betracht gezogen, aber unsere Internetverbindung ist zu schwach. Na, Gott sei Dank. Wieso? Wieso? Hören Sie, es gibt Fernsehgesichter und Bühnengesichter. Und was auf einer Bühne schön aussieht, das kann in einem Bildschirm sehr verstörend wirken. Na, vielen Dank für das Kompliment. Aber wären Sie trotzdem so freundlich, unseren Zuschauern eine Kochanregung für zu Hause mitzugeben? Ja, gerade in dieser schweren Zeit, in der die meisten Menschen die Zeit zu Hause verbringen müssen, wäre das eine schöne Abwechslung. Ja, natürlich würde ich das gern tun, aber dann muss ich verschiedene Rezepte für verschiedene Länder vorstellen. Wieso? Ja, wissen Sie, jedes Land hamstert doch anders. Zum Beispiel bei mir in Frankreich kaufen die Menschen Baguette, Rotwein und Pariser, wobei da in diesem Holland langsam die Käse und die Haschisch knapp wird. Wobei dieses Land übrigens mein bevorzugtes Land wäre bei einer Krise. Holland? Oh, wie? Ja, der Käse ist fein dort. No, Madame, nicht wegen die Käse. Ja, dann Bühne frei für unseren Chefkoch, Jack. Ja, Madame, bevor ich anfange, ich habe schon kein Publikum hier, dann dürfte ich bitte meine Jingle haben. Ja. Damit ich in Stimmung komme. Wissen natürlich. Sie? Technik, bitte. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mesdames et Messieurs, verehrte Gäste des Fritz-Theaters, herzlich willkommen in Ihrem großen Kochstudio. Rezepte für den besonderen Anlass. Und hier ist er, unser französischer 13-Sterne-Koch, Jacques. Hallo, hallo, meine Fans, meine Freunde. Ich freue mich, wieder einmal bei Ihnen sein zu dürfen und ein paar leckere Rezepte vorzustellen. Es ist keine einfache Zeit, ich weiß, das ist wirklich keine einfache Zeit, aber ich habe etwas kreiert, meine Damen, meine Herren. Da werden Sie begeistert davon sein, denn wer mich kennt, der weiß, meine Rezepte sind immer sehr speziell, brauchen wenig Zutaten, sind ganz lecker und schnell zubereitet. Und ich habe heute für verschiedene Länder habe ich ein paar Rezepte mitgebracht. Und beginnen möchte ich heute Abend, meine Madame, Monsieur, möchte ich heute mit einer ersten Rezept für meine französische Landsleute.
Auch natürlich für die anderen, die das mit zuschauen. Ich habe mitgebracht für Sie heute eine ganz große Spezialität. Pariser am Stiel. 3 Baguette nehmen und in 5 Liter Rotwein einlegen. Das Ganze lassen Sie jetzt ruhen, circa 3 bis 8 Tage. Danach können Sie die weiche Masse nehmen und in Pariser einfüllen. Ich habe natürlich nur ein paar Luftballons mit, weil die Pariser bei mir sind ausverkauft in meiner Heimat. Es gibt keine Pariser mehr in Frankreich. Wie ich schon sagte, die weiche Masse in die Pariser einfüllen. Die Menge, die Sie natürlich brauchen, richtet sich danach, wie groß Sie die Pariser brauchen. Wenn Sie damit fertig sind, legen Sie die Pariser in einen Tiefkühlschrank und lassen sie da drin liegen, circa 4 bis 6 Stunden. Danach nehmen Sie Pariser raus, können abziehen und dann können Sie genüsslich 2 bis 3 Stunden daran lutschen. Aber Vorsicht, Madame, Monsieur, Vorsicht, bei übermäßigem Genuss von die Pariser könnten Sie betrunken werden. Wenn Sie aber keine Pariser, keine Baguette, können Sie natürlich auch nehmen einen Kuchen. Das wird übrigens schon gesagt, Marie Antoinette, vor die französische Revolution. Madame, Monsieur, das war für die französischen Freunde. Jetzt habe ich noch ein wunderschönes Rezept für meine chinesischen Freunde. Habe ich mitgebracht für meine chinesischen Freunde, aber auch, wie gesagt, für euch anderen. Gürteltier am Spießchen. Eine Gürteltier nehmen, gut gebürstet, in die Backofen einführen und bei einer gleichmäßigen Temperatur von ca. 800 Grad, das ist übrigens wichtig, die 800 Grad wegen der Abtötung aller Viren, in eine amtliche Form dochen. Das etwas abgekühlte Tier spießt man dann mit einer Frühlingsrolle auf ein Stäbchen. Gürteltier auf Stäbchen wird als Aperitive vor dem Essen gereicht. Pro Gast rechnet man etwa mit 5 Stäbchen. Madame, Monsieur? Wenn Sie denken, das war schon alles, jetzt kommt etwas ganz Besonderes für meine deutschen Freunde. Vor allen Dingen speziell für meine Freunde hier in Gamarkstadt, in die DDR, wo ich so oft schon sein durfte. Für euch habe ich heute mitgebracht, Sie werden es vielleicht in einer oder anderen Form schon kennen, gefüllte Rolle Hawaii. Und zwar brauchen Sie da ca. 5 Rollen Toilettenpapier, die müssen Sie abziehen und Blatt für Blatt, Blatt für Blatt mit Hefe bestreichen. Dann nehmen Sie die Backblech und machen diese Hefeblatt, dann eine Scheibe Ananas aus die Dose und wieder eine Scheibe Hefepapier, immer schön übereinander und oben als Dekoration eine Cocktailkirsche. Und das Ganze schieben Sie dann bei 250 Grad in die Backofen. Und jetzt, Madame, jetzt kommt der Höhepunkt. Wenn Sie die perfekte Glasur haben wollten, dann müssen Sie das Backblech in dem Moment, wo das Papier anfängt zu brennen, herausziehen, und zwar ganz schnell, und mit Desinfektionsmittel einsprühen. Und ich verspreche Ihnen, es wird perfekt werden. Aber Madame, Monsieur, meine Zeit ist auch schon wieder zu Ende. Das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, diese schlimme Situation ist einmal vorbei und ich kann euch wieder besuchen. Und dann wird es wieder wunderschön mit neuen Rezepten. Aber bis dahin, meine Damen und Herren, verabscheue ich mich bis zum nächsten Mal mit meiner Lieblingsspruche. Wer der ein oder andere kennt ihn schon. Ich liebe euch doch alle. Ich liebe doch alle Menschen. Euer Schacke. Ja, vielen Dank. Das war Jack, unser 13-Sterne-Koch aus Frankreich. Nächste Woche sehen Sie dann eine unserer Granaten. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.